Hallo miteinander, mein Name ist Inka Warner und heute möchte ich euch zeigen, wie ich Gemüsesticks am liebsten esse und zwar mit einem veganen Paprika-Sauerrahm-Dip. Für den Dip braucht ihr eine Paprika, Olivenöl, eine Zwiebel, Hefeflocken, geräuchertes Paprika, Salz, getrocknete Tomaten und natürlich veganen Sauerrahm. Für den Dip schneide ich jetzt erst das Gemüse klein, denn das wird im Backofen geröstet. Wenn ihr eine Paprika schneidet, kann ich euch einen kleinen Tipp geben. Schneidet zuerst den Boden ab, dann rollt sie nicht weg und dann kann man ganz einfach die Seiten hier abschneiden und kann später die Kerne auf einmal entsorgen, ohne dass man das Brett voller Kerne hat. So, das Gemüse jetzt mit etwas Olivenöl beträufeln und mit den Händen einfach etwas einmassieren. So, das Ganze kommt jetzt für eine gute halbe Stunde in den Backofen. Der Backofen sollte natürlich schon vorgeheizt sein. Haltet da einfach ein bisschen ein Auge drauf, weil jeder Backofen ist ja unterschiedlich. Wenn sich das Gemüse an den Rändern braun verfärbt, ist es genau richtig. So, und das ist jetzt das fertige Grillgemüse. Wie man hier wunderbar sieht, sind die Ränder schön schwarz geworden. Das ist genau richtig so. Als erstes wird das Gemüse jetzt püriert. Dann kommen die weiteren Zutaten rein, die Hefeflocken, Salz, ganz wichtig, die geräucherte Paprika, getrocknete Tomaten und natürlich die vegane Sour Cream. Das ist jetzt der fertige Dip. Das Gemüse habe ich in der Zwischenzeit schon geschnitten. Der Dip, der schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Die Aromen haben sich wunderbar entfaltet und durch das Rösten ist das Gemüse leicht süßlich geworden und die geräucherte Paprika gibt dem Ganzen noch das gewisse Etwas. Er ist cremig, würzig, lecker. Probiert es einfach, ich denke, es wird euch gefallen.